Director. Ah, Kreuzfeld. Darf ich Ihnen Ihren Zellenkollegen heute Nacht zeigen? Nur Zellenkollegen? Oh, wundervoll. Wollen Sie eine alte Gurke? No, gracias, amigo. Ich habe die Müll gefunden, die ist wirklich noch verzüglich. Ja, er ist auch nicht ganz dicht hier. Oder bester Gefangener. Oh, Dios mio. Deswegen ist er hier. Oh, das werden Sie schon sehen. Richtig. Können Sie mir eventuell meine Zelle zeigen, Direktor? Ah, das macht doch bestimmt der Herr Kreuzfeld gerne. Lassen Sie mich noch die Gurke essen. Wundervoll. Wo gibt's hier Zigaretten? Hier ist Alkohol und Zigarettenverbot. No. Natürlich, Junge. Bist du sicher? Jetzt bewegt dein Hintern. Oh, Kommen Sie. Ah, ich bin Dr. Vincent Kreuzfeld. Ich bin der ansässige, sagen wir, Anstaltsarzt. Ja, buenos noches, Dr. Kreuzfeld. Und Sie heißen? Felipe. Ah, Felipe. Das passt zu Ihnen. So, dann kommen Sie, wundervoll. Wir befinden uns im Vorraum zu Zelle 19. Zelle 19 ist unsere Zelle. Wo wollen Sie schlafen? Am besten in Zelle 17 oben. Nun, alle anderen Zellen sind leider belegt. Dann schlafe ich unten. Ja, dann schlafen Sie oben. Kommen Sie. No, unten. Kommen Sie. So, Sie sehen die... Sie unten oben, die grundsätzlichen Einrichtungen sind da. Wenn Sie auf Toilette gehen, dann machen Sie das am besten nicht. Por qué? Wieso? Nun, ich habe auf eigenen Wunsch veranlasst, dass die Reparatur der ansässigen Abwasserleitung hier nicht durchgeführt wird. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie ihr Geschäft machen, dann... Wenn ich scheißen gehe, sehe? Müssen Sie mit der Hand nachstopfen, verstehen Sie? Sie. Ja. Und gehe ich recht der Annahme, dass es ja dieses Problem in jeder Toilette dieses Zellentrags herrscht? Nein, aber die anderen Zellen sind für Sie ja tabu. Ach, ich dachte bereits, der Neue müsste hier an jeder Zelle nachstopfen mit der Hand, sehe? Nein, Sie stopfen nur das, was Sie hinterlassen, Sie. Ja, interessant. Wundervoll. Ja, ich denke, daran kann ich mich gewöhnen. Wundervoll. Aber jetzt, Doktor, wann gibt's denn hier Essen und so weiter? Nun, ich hatte gerade eine vorzügliche Gurke. Aus dem Müll, sieh. Nun, dann kommen Sie, wir finden vielleicht noch etwas. Noch bitte nicht. Wundervoll. Director, ich würde mit dem Felipe jetzt eine kleine Suche starten nach etwas essbarem Müll. Kommen Sie, Felipe. Glauben Sie mir, ich hatte gestern Glück. Ich hatte ein schimmelndes Rumpfsteak. Wundervoll. Was ist das Beste, was Sie bisher so finden konnten, alte Doktor? Alte Tomaten. Nun, wir kriegen Kantinenabfälle und sortieren das dann. Also keine Müdigkeit vor Schutz. Kommen Sie. Ja. Und dann einfach mit beiden Händen rein. Oh, ekelhaft. Und das, was Sie finden... Werden wir das erstmal ein bisschen angucken. Sehen Sie, eine Made. Das stinkt wie Scheiße hier, Robin. Die schmeckt so nach Nuss. Wundervoll. Na, suchen Sie einfach in dem anderen Bereich. Oder wenn Sie nichts essen wollen, müssen Sie verzichten, ja. Was ist das, alter Joghurt? Oh, wundervoll. Nun, wenn Sie sich hierbei gut anstellen, dann sage ich Ihnen, dann gebe ich Ihnen etwas Kleingeld für den Automaten. 10.
Ja, nach was suchen Sie? Also generell. Gucken Sie, kann man das essen? Oh, dieser alte Pfirsichjoghurt hat ein ganz neues Aroma entwickelt. Ah, das ist doch wunderbar. Wundervoll. Was wir da oben machen. Und denken Sie daran natürlich hier, Philippe. Sie, Direktor? Bevor Sie natürlich hier entlassen werden, möchte ich natürlich, dass Sie Ihre Klamotten komplett selbst waschen. Sie haben da ein bisschen Dreck im Gesicht. Nun. Natürlich. Ich werde meine Klamotten selbst waschen, nachdem ich mir eine vorzügliche Masse hier aus dem, naja, Komposthaufen hier zusammengesucht habe. Gute Idee. Ah, wundervoll. Gut, und das, was wir jetzt gefunden haben, können wir dann auch gleich verspeisen. Ich habe einen alten Fleischsalat. Sieht aus wie alte Schlachtabfälle. Ja, die beliefern uns auch. Und das ist eine Ratte. Aber lassen Sie die Schweineaugen für mich hin. Gottes Willen, was ist denn heute los? Kreuzfeld, ich muss dich mal kurz allein lassen. Oh, kein Problem, Director. Was ist hier noch frei? Sie, kann ich hier Sie sehen, oder? Naja. Klatschen Sie sich. Wie lange machen Sie das schon, Doktor? Nun, ich kann Ihnen sagen, ich komme mal zu ihm rüber. Sie stinken noch ein ziemlich nach Abfall. Das ist ganz normal. Immer vorzüglich. Nun, ich bin schon, wie viel? Ich weiß nicht. Sechs Jahre? Sieben? Sowas im Dreh. Ach, die Milch ist ganz sämig. Oh ja, geben Sie mir die Stückchen. Ja, bitte. Da soll mal einer sagen, dass sich Container nicht lohnt. Da gibt es ja eine ganze Szene von. Wir machen das den ganzen Tag. Wir sind Leute aber, in die Container. Ja, aber die sind am Anfang der Stufe. Wir sind ja Extreme-Container. Weil wir laufen, holen uns nicht das Essen von der Nahrung, die fast abgelaufen ist. Wir wollen die abgelaufen ist. Die und die draußen können sich ja aussuchen, aus welchem Container sie was holen. Ja, genau. Ekelhaft. Während ich hier meine Mahl genieße, was haben Sie denn getan, Philippe? Ja, diverse, wie soll ich sagen, Erpressungen und Drogenbesitz in erster Linie. Ich wurde verurteilt, weil ich 160, naja, Glasvasen zu Hause habe, die man allerdings auch benutzen kann, um andere Dinge zu rauchen. Ah, verstehe. Wundervoll. Hier, $50, holen Sie was sich aus dem Automaten. Oh, gracias, schnell. Aber kann ich die Milch noch haben? Hier, bitte. Wundervoll. Ihr fragt euch sicher, hat Stacy vorhin Schnitten geschmiert und die für diesen Moment zurückgehalten, damit er ekelhaftes Müllcontainer-RP machen kann? Keine Ahnung, Digga. Lecker. Schokoladenkekse. Ja. Besser als nichts, ja? Hey, ich hoffe, die stopfen ein bisschen, damit ich nicht mit der Hand noch stopfen muss. Nun, das werden sie so oder so. Abhängig davon, was passiert. Hey, und wie vertreibt man sich jetzt hier so den ganzen Tag? Außer Container? Nun, ich... Wie Sie sehen, ist es hier relativ einsam, aber es liegt nicht daran, dass die Gefangenen nicht hier sind. Die kommen nur nicht aus ihren Zellen. Liegt es vielleicht an Ihnen, Doktor?
Absolut, ja. Ich bin etwas aufbrausend manchmal und nun, es hat seine Schattenseiten, aber ich habe eine Menge Ruhe und Zeit zum Lesen. Ja, was lesen Sie so den ganzen Tag? Nun, ich habe eine alte Schrift gefunden. Wollen Sie mal reinschauen? Oh, eine alte Schrift. Ich interessiere mich etwas für, naja, Historie. Wundervoll. Dann wird Ihnen das gefallen. Nun, es ist auch, nun, ich sag's Ihnen später, aber hier, lesen Sie. Es ist in dieses, nun, es ist kein das Papier. Das komische Papier. Aber da werden Sie einen ausführlichen Vortrag über das qualvolle Leiden eines James Abraham Sutherland finden, der eine vorzügliche Art hat, das niederzuschreiben. Man spürt fast, dass man dabei ist. Bisher ganz am Ende. Abraham Sutherland? Ja, James Abraham Sutherland. Und um den geht es, oder der ist der Schriftsteller? Er ist der Autor. Ah. Nun, mein erstes Opfer. Es ist wundervoll, dass er all das niederschreiben konnte. Nun, er hat es niedergeschrieben. Besonders der Teil mit dem Entfernen der Nase ist einfach... es hat sich genauso angefühlt aus... Nun... Ja, geben Sie mir das aber wieder. Ja, bitte. Wundervoll. Ich interessiere mich mehr für... Krimis. Science Fiction. Ah. Nein, damit kann ich nicht dienen. Ich habe noch mehr von solchen Geschichten, aber. Wundervoll. Und wie lange sind Sie denn hier drinnen? Nur nicht ganz so lange. Ich denke, 10 Tage. Eher eine Art Jugendarrest. Dann werden wir 10 Tage lang wirklich viel Spaß haben. Ja, Schlafen Sie gern? Sehr, eigentlich, das sei meine Lieblingsaufgabe, schlafen. Ja, gut, damit werden Sie Probleme haben. Ich habe eine Krankheit, die mir leider... Nun, ich wache alle 5 Minuten auf und schreie. Aber ich bekomme das nicht mit, denn ich habe grundsätzlich eine Art, nun, es ist wie, ich kann es nicht erklären. Wundervoll. Ja, ich denke, wir werden schöne 10 Tage haben. Ja. Was wird sein wie Urlaub, glauben Sie mir? Ja, wo sind die anderen? Kann doch nicht sein, dass nur dich eingeliefert wurde, Doktore. Das wundert mich auch. Ich habe von 6 Gefangenen gehört. 6. Und mich auch schon gefreut. Eine kleine Gruppensitzung. Oh, wundervoll. Die letzte Gruppensitzung war wirklich höchst effektiv. Darf ich fragen, was für eine Art Arzt Sie sind, Doktor? Oh, ich bin der Doktor der Psychologie. Interessant. Ich beschäftige mich mit dem kranken Geist von anderen Leuten. Schmeckt gut. Ja, mir steckt noch ein Stück zwischen den Zähnen. Bin ich sicher. Wen haben Sie denn als Geisel genommen, wenn ich fragen darf? Kennen Sie den Senior Krasenburg? Warten Sie, dann gucke ich mal auf mein Tablet. Dort, Sie haben ein Tablet? Ja. No. Doch, soll ich den anrufen, der es mir gebracht hat? Bitte. Warten Sie. Sie haben noch ein Telefon. Natürlich. Interessant. Haben Sie Ihre Connections, Doktor? Das ist mein Gefängnis. Ihr Gefängnis? Ja.
Sie sind selbst hier reingesperrt. Bin ich das? Würden Sie nicht sagen, Sie sind eingesperrt? Wie ist Ihre Empfindung zu dieser Thematik? So ist meine Empfindung zu dieser Thematik. Sieh, aber das ist nur die erste Tür. Die können Sie ja hier erraten haben. Oder also, dem, naja, wie soll ich sagen, Direktor über die Schulter geschaut. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Nun, Sie kriegen das raus. Nun, verraten Sie es keinen, ansonsten muss ich Ihnen die Zunge rausschneiden. Ich würde jetzt einige Gewichte kurz stemmen. Machen Sie das. Den Kopf will auch keiner wronnen. Sicher, dass Sie nichts von diesen verzüglich alten Pilzen wollen? No, gracias, Doktor. Oh. Essen Sie ruhig, Sie. Vielleicht später esse ich ein Schokoeis. Sagen Sie, hatten Sie schon einmal eine Lebensmittelvergiftung von den ganzen Schrott, den Sie sich hier reinziehen? Nein. Hatten Sie schon mal eine Lebensmittelvergiftung? No, auch noch nie. Zum Glück, Sie. Ja, wärmen Sie sich schon mal auf. Oh, ein bisschen fit halte. Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie Ihr Oberteil bei diesen Übungen ausziehen? Sie, schon ein bisschen. Tun Sie es doch trotzdem für mich. Natürlich, Doktor. Ja, zum Glück war ich bereits fertig mit den Übungen. Interessant. Sie scheinen ja einiges auf Körperkunst zu stehen. Sehr richtig. Ja, das ist eins meiner zweiten Hobbys, sehe. Ja. Anmalen lassen. Das ist ja wundervoll. Das erinnert mich tatsächlich an dieses Tattoo, das ich mal gesehen habe. Schauen Sie mal. Gefällt Ihnen das? Sie, ja, interessant. Diese Outlines sind besonders hübsch. Wo haben Sie das abgepauscht? Ja. Nun, abgepauscht. Ja. Ich hatte es, sagen wir mal, gesehen, dann muss ich's haben. Manchmal tue ich solche Dinge. Darum interessiert mich ja auch Ihre Körperkunst. Was haben wir denn da so? Ja. Hier oben links sind die 7 Todsünden, sieh. Ja. Wollen Sie noch wissen? Hier auf der linken Arm ist die Heilige Maria, sieh. Oh, die gefällt mir sehr gut. Ja, mir auch. Hinter, naja, reine Totenköpfe. Mit einer Schlange. Und die Krone. Warum haben Sie eine Krone? Naja, weil wir die Latin Kings sind, sie. Oh, Sie sind Teil einer Gang? Kann man so sagen, sie. Ja, und was wäre ein König ohne Krone, sie? Sein Prinz. Ja, Latin Prinz spricht sich auch komisch aus. Ja, sehr richtig, da haben Sie recht, Doktor.
Ja, sollen wir jetzt hier noch für eine Gefängnisschlägerei sorgen, um ein bisschen Action zu machen? Oder wie vertreiben Sie sich den ganzen Tag? Nein, Sie sollten mich lieber nicht anfassen. Nun, ich esse, ich denke viel nach und ich rede mit Charles. Charles? Ja, kommen Sie. Charles, wie geht's dir? Hey. Wundervoll. Ja, neue Gefangene. Ich denke, eigentlich waren 6 angedacht, aber es ist nur Felipe gekommen. Charles sagt hallo. Nee. Ja, hallo, Charles. Ja, er ist noch neu. Aber er findet sich schon zurecht. Er schläft bei mir in der Zelle. Ja. Genau wie der davor, ja. Nur wie welcher? Er wurde entlassen, oder? Warten Sie. Charles, was? Ja, genau der. Tragisch. Welche? Tragisch? Aber das sind andere Zeiten gewesen, Charles. Du kennst mich, ich habe mich weiterentwickelt. Ja, ich weiß, das war letzte Woche, aber es sind andere Zeiten, Charles. Charles kann manchmal so ein kleiner Wichser sein, ich sag's Ihnen. Gut, dann, nein. Also das ist Charles, mit dem spreche ich immer ein bisschen, wenn ich einsam bin, ja. Und, ansonsten, ja. Ja, tragisch. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihren Zellengenossen, Doktor. Was war daran so tragisch? Nun, er konnte nicht aufhören. Aufhören? Warum gehen Sie weg, Doktor? Bleiben Sie hier. Aufhören? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als wäre es letzte Woche gewesen. Es war so ruhig und friedlich und ich bin aufgewacht und alles war voll von Blut. Und dann lag er da. Ja, tragisch. Wurde der angegriffen von jemandem, Doktor? Ich weiß es nicht. Während er geschlafen hat? Ich habe es nicht mitbekommen. Glauben Sie mir, ich bin genauso interessiert herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Gefangene 27831. Was haben Sie für eine Nummer? Mir hat die gar keiner gesagt. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Sobald Sie Sie wissen, mache ich Ihnen gerne eine Tätowierung fertig, wenn Sie wollen. Wir hier drinnen machen das allerdings noch etwas anders. Wir benutzen Klinge, die das Ganze vernarbt, das Gewebe. Das ist nicht ganz so fein wie bei Ihnen, allerdings würde ich sagen, erfüllt seinen Zweck. Bueno. Ja, ich werde mir Gedanken machen über meine Nummers. Ich werde dir fragen, denke ich. Ja. Ja. Ich bekomme gerade einen Anruf. Oh, weg aufgelegt. Naja. Direkt das Telefon ausgemacht. Ärgerlich. Ja, wo sind hier die Duschen? Oh, es gibt keine. No? Nein. Wir waschen uns in den kleinen Waschbecken oben auf den Toiletten. Oben gibt es Toiletten? Nein. Ach, in den oben? Zellen auf den Toiletten sind so kleine. Sehen Sie das? Ja, ich sehe. Ja. Also Katzenwäsche, sehe. Nun, wird sie das Katzenwäsche nennen? Ich nenne das Tigerwäsche.
Aber jeder, wie er mag. Ja. Wollen Sie einen Augenblick? Wollen Sie sich reinigen? No, gracias. No, jetzt no. Momentan noch nicht. Ich am Überlegen. Wundervoll. Ich kann Ihnen ja mal die Telefonzelle zeigen. Kommen Sie. Zeigen Sie mir mal ein bisschen hier den Gemeinschaftsraum vielleicht. Naja. Nun, der Gemeinschaftsraum da hinten ist aufgemalt. Ah. Aber die Telefonzellen draußen sind wirklich sehr funktionsfähig. Charles. So, wir haben eine Telefonzelle hier. Es sollte mindestens 2-3 Wochen her sein, als jemand gegen den Hörer urinierte. Bei der anderen ist es ein bisschen kürzer her. Also halten Sie nicht direkt Ihren Mund daran, wenn Sie sprechen. So laut reden. Ja, etwas lauter sprechen und weit weg. Bueno, ja, ich würde mal kurz eine Telefonat absolvieren. Ja, rufen Sie zu Hause an und sagen Sie, wie es ihm gefällt. Ja. Sind Sie sicher, dass das hier 3 Wochen her ist, Doktor, oder drüben 3 Wochen her und hier die aktuelle? Warten Sie. Geben Sie mal den Hörer. Ach, hier, nehmen Sie. Ja, nee, das ist hier länger her. Tja, das nenne ich doch mal Effinescient. Schade, dass es nur einer ist. Real talk. Ich dachte, es kommen mehr. Aber so will der zumindest nie in das Gefängnis wieder. 10 Tage. Die Werbetrommel. Bueno. Warte mal, ich. Sie. Amigo, ich melde mich. Irgendwas ist hier in meinem Nacken. Sie. Bis später. Hola. Ganz ruhig, sie. Wer bist du, Wichser? Ja, ganz ruhig. Jo, Ramigo, wer bist du? Charles, ich hab gesagt, du sollst dich hier nicht rumlaufen. Verdammt nochmal. Jasmir, der ist total krank. Charles sollte anscheinend nochmal einen kleinen Blick auf sie werfen. Wer wollte einen Blick auf mich werfen? Charles, Sie haben doch vorhin mit ihm gesprochen. Ramigo. So ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Hä? Ich ganz frisch im Oberstübchen. Was meinen Sie? Mit wem habe ich gesprochen? Charles. Charles, Sie haben doch Charles gesehen vorhin. Sie, hast du recht. Ja. Kommt Charles öfters, kennst du den auch, Amigo? Nun, Charles, ich habe mich vorgestellt, er wohnt hier natürlich, er ist Insasse. Weswegen ist Charles hier? Ach, der
mir einiges erzählt. Ja, okay, ist auch nicht so wichtig, denke ich, oder? Er hat gesagt, er hat 7 Leute getötet. Aber er hat gemeint, das sind 4 mehr. Er ist nicht ganz sicher. Es können mehr sein. Es ist so eine Art, er ist eine Art Sammler. Verstehen Sie? Er sammelt Dinge. Er sammelt spezielle Dinge oder sammelt er prinzipiell alles? Ah, das, was ihm gefällt. Von ihm habe ich auch die Tätowierungen. Ah. Also die auf der Haut. Ah, und Charles ist er auch, ist das, ist ja, ja, ja. Und welche Zellennummer hat Charles? Nun, ganz bei uns in der Nähe. Ah. Ganz bei uns in der Nähe. Gut, wundervoll. Wird nun langsam spät. Wenn Sie hier draußen fertig sind, dann kommen Sie doch einfach in Zelle 19 und ruhen sich aus. Bleiben Sie nicht zu lang wach. Sieh, ich komme sofort. Natürlich. Ich werde noch kurz einen Anruf tätigen. Ich werde mich schon mal zur Ruhe bitten. Wachen Sie nicht auf oder erschrecken Sie sich nicht, wenn nun Dinge passieren. Gute Nacht. Buenos noches, Doktor. Oh Gott, war das gut. Der Automat ist ja perfekt platziert gewesen, ey. Wundervoll. Wundervoll. Ganz leid. Dios mio, was ist los mit dir? So, hier hoch. Das lief doch super. Ja, schade, dass nicht so viel da waren, aber ich denke, für den Latin King war das eine sehr unangenehme Erfahrung. Und so soll es ja im Gefängnis sein. Es soll irgendwie unangenehm sein. Du kommst da rein und hast da nicht wirklich Bock drauf. Und diese Haftantrittstage gibt halt die Möglichkeit, dass man diese unangenehmen Situationen ausführt.